So, hallihallo, willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Eigentlich hatte ich schon aufgenommen, aber die Spiele konnte ich einfach nicht zeigen, weil das unterirdische Spiele waren, wirklich unterirdische. So schlechte Spiele bin ich nicht bereit zu zeigen, wo man nach 9 Minuten einfach sofort am Arsch ist, weil das eigene Team nur am Fighten ist. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Ich werde definitiv ein Solo-Laner spielen, weil mein Team das immer wieder nicht gebacken bekommt. Wir werden Asmodan bannen und werden selber einen starken Solo-Laner spielen. Oh Gott, die wollen schon wieder irgendeine Kacke spielen, meine Teammates. Ja, ich werde ihn auch bannen. Ganz einfach. Da wird gar nicht lange rumlamentiert. First Pick. Ja, genau. Das Warten hat ein Ende. Die Macht wird mir gehören. Ruhm der Horde. Wir brauchen einen Tank und einen Heiler. Es hat begonnen. Mach Platz für den bösen Bug. Okay, wir müssen Johanna spüren. Der Kreuzzug ruft. Ja, und er scheint jetzt eingeschnappt zu sein. Schicksal schmieden. Ich hoffe, ich bete, dass wir jetzt bessere Spiele bekommen. Also wie gesagt, ich habe es schon versucht aufzunehmen, aber das war eine Katastrophe. Das war absolut eine Katastrophe. Okay, dann wollen wir mal. Wir müssen Sergeant Hammer so gut es geht verteidigen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Der Kreuzzug hat mich hierher geführt. Srei muss oben die Toplane machen, aber gegen wen? Wahrscheinlich gegen Zul'jin oder gegen Cassia. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Verteidigt dieses Tor. 5. 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen! Ich verstehe es immer nicht, ne? Er sieht, dass da oben nichts ist und rennt halt zu uns. Hoho.
Die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Wenn die ganze Zeit nur die Tank angreift, was auch richtig so ist. Ihr könntet recht haben. Dazu sage ich jetzt mal absolut gar nichts. Ein Talent. Zeig mal, was ihr drauf habt. Mal ganz kurz zum Brunnen gehen. Auf jeden Fall, die hat keinen Blödsinn, aber sie machen Blödsinn, weil mein Vogel ist nämlich fast am Arsch. Oh Mann, ey. Verbrennt im Licht. Wie oft ist er jetzt schon gestorben? Zweimal? Wählt ein Talent. Er hat ihn gerade getötet. Gut gemacht, Sergeant Hammer. Dorthin. Ich geh mal zurück und zieh neue. Aber naja, das kann mal passieren. Blendender Eifer. Und auf 10 natürlich den Stun. Definitiv den Stun. Malf jetzt schon zum dritten Mal gestorben. Varian und Malf im Gleichschritt. Und ein Level Rückstand. Oh, jetzt ist der Srei tot. Das hätte er nicht machen dürfen. Okay,
Zug ruft. Malf schon wieder tot, weil er wieder out of position steht. Gute Arbeit. Naja, immerhin, wir haben das Ding bekommen. Es ist ja schon mal was. So, ich hole mal den Club unten. Ist nur eine Frage Zeit, bis der Malfurion wieder stirbt. Die Zerg-Angriffswellen besiegt. Leite vorgeschriebenen Populierungsprozess für Käfige ein. Na, gut, dass ich Iron Skin vorher anhatte. Macht euren Frieden. Jetzt! Wählt ein Talent! Feinde können nicht vor euch bestehen. Oh. Hab mich fast geskillt. Das falsche Talent gewählt. Oh nein! Okay, das ist natürlich blöd. Ich muss mich zurückziehen. Mit dem Stun wären wir besser bedient gewesen. Gar nicht gesehen, dass ich da tatsächlich chemische Verstrickung gerade. Naja, dann wird es natürlich jetzt schwierig. Ohne den Stun, der uns natürlich so effektiv wie möglich helfen hätte können, wird es ein bisschen anstrengend. 3-9, wir verlieren die Teamfights so hart. Na gut. 5-mal schon. Mann, Vogel, ne. Oh je. Jetzt ist das Ding leider weg. Ja, Varian und Malfurion ist einfach viel zu aggressiv. Der steht immer vorne. Man muss den Heal halt im richtigen Moment abpassen, aber nicht, dass er da ständig und immer wieder da vorne steht. Mann. Das haben wir schon ein besseres Spiel, aber es ist so dermaßen. Der nächste Scheiß, den wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir kein EP, also kein Dingsbums haben.
getötet. Kein, Kein haben, der tatsächlich relativ schnell die Minions farmt. Ihr werdet bald zurückkehren. Warum geht er denn nicht hinterher? Wählt ein Talent. Naja, gut, versuchen wir ein gutes Spiel runter zu spielen. Mehr können wir sowieso nicht machen. Alter, mal früher. Halt nichts. Was ist denn das für ein Runde, ey? Spielt. Ihr seht ja jedes Mal. Schaut euch das an, er geht schon wieder vorne. Was macht er denn? Du bist kein Tank, Mann. Er geht halt einfach rein. Unser Verbündeter braucht Hilfe. So, Ball. Mal Furien zum sechsten Mal tot. Good job. Mal vorhin was reporten, wegen lässt sich absichtlich töten. Feedet ständig. Das gibt's einfach nicht, ey. Naja, müssen wir mitleben. 3 hat 0 Lebenspunkte, geht aber auch nochmal rein. Die Signale sind jetzt online. Oh, Malf ist zum 8. Mal gestorben. Beeilung, der Feind greift 7 Mal. Zitadelle an. Ja gut, das Ding ist verloren. Verdient verloren. Aber sowas von. Ja, damit sind wir raus aus der Platin 3. Dem Tod viermal entkommen. Er ist so ein schlechter Spieler gewesen, dann mal vorrühren. Da war kein Follow-up für auf dem für den Tank. Nichts. Tja, das war's dann wohl mit Platin. Wieder ist genau dasselbe, was ich euch eigentlich ersparen wollte. Überfahrt. Einfach komplett überfahren worden. Malforion und Varian sind einfach absolute Idioten gewesen. Auch den werden wir mal reporten. Das ist einfach schlecht gewesen, was der gespielt hat. Und der Malforion, der stand immer an der Frontline, weil er gierig war. Er war einfach gierig, er wollte einfach den Heal haben von Moonfire. Allerdings stand er immer so mega out of position, dass er halt einfach easy gecatcht wurde. Und dann war es halt vorbei. Deswegen ist er halt immer nach und nach gestorben, hat nichts geheilt, gar nichts. Ganz, ganz schlechter Heiler. Naja. Gut, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.